Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer weiteren netten kleinen Plauderei hier bei mir bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, heute mal wieder aus der Rubrik Hidden Gems bzw. aus Stefans Parfümregal. Ja, da habe ich euch für euch heute den Black Soul Imperial von Ted Lapidus mal rausgesucht. Ich habe dann den gestern zufällig gesehen und der fiel mir so gerade ins Auge und dann habe ich ihn mal aufgesprüht wieder. Und fand dann auch, der riecht der ganz gut, der schnuppert der auch ganz gut. Den kannst du dir ja mal gerne auch vorstellen. Genau. Jo. Aber bevor wir hier loslegen, gibt es mal wieder aus der beliebten Rubrik, was macht unsere kleine Molly? Ein paar kurze Impressionen, was sie hier so treibt, hier die kleine Maus. Und genau, viel Spaß dabei. Ja, jetzt habt ihr wieder ein paar Sekunden aus dem Leben unserer kleinen Molly gesehen. Nun ja, sie tut das immer ganz gut hier, ganz gerne hier, wenn sie bei mir ist, hier sich aufs Ohr legen und ein bisschen schlummern hier. Genau. Aber sie kann auch anders. Genau. Ja, kommen wir zum Thema, zum Ted Lapidus Black Soul Imperial. Ja, zunächst einmal die Präsentation. Ich habe jetzt die Boxen jetzt nicht rausgesucht, wobei die Box ist eigentlich eine Dose. Der kommt in einer Dose an. Also Duft in kleinen Dosen, sozusagen. Aber tut das nicht groß zur Sache. Ich zeige euch hier mal den Flakon. Ich weiß, ob ihr den vielleicht schon mal hier auf Notino vielleicht mal hin und da mal gesehen habt oder so. Ne? Ist so ein flach gehaltener, ist eigentlich so ein, hat so eine, ja, so eine Achterform ein bisschen drin. Ist sehr schön gemacht, muss ich sagen, hier. Auch oben sehr edel und sehr schick hier. Gibt es im Moment gerade, habe ich auch gesehen, gerade nochmal nachgeguckt hier bei Notino für schlappe 17 Euro. Und da muss ich sagen, ist das wirklich ein leckeres Teilchen hier. Der kriegt da wirklich einen sehr, sehr schönen, erwachsenen, gereiften oder reifen Duft, sage ich das mal dazu. Ne? Also hat nichts mit Parfümreifen zu tun, sondern mit den, also ich meine da eher so einen schönen, ja, so einen übertragenen Sinne. Ne? Also es ist auch tendenziell, das möchte ich auch gleich dazu sagen, auch eher ein Duft, den ich jetzt eher an etwas älteren Männern sehe. Was ist älter, in Anführungszeichen? Also so ab 35, 40 aufwärts, sage ich es mal. Und wenn ich Männer sage, sage ich auch wirklich bewusst Männer und nicht Frauen. Es ist also in meiner Nase, zumindest nach meiner Einschätzung, hier kein Unisex-Duft. Ne? Es ist aber ein sehr guter, schöner Duft. Es ist ein Duft, der auch ewig hält. Also der hält wirklich sehr, sehr lange. Der hat eine sehr gute Projektion, also mindestens mal so auf Armeslänge, nimmt man euch sehr gut wahr und hält wirklich, also 10, 12 Stunden habt ihr dann immer noch drauf. Also wenn er dann auch etwas hautnah wird dann zum Schluss, aber nach 2, 3 Stunden, aber immer noch wahrnehmbar, deutlich wahrnehmbar. Von daher ist der sehr schön komponiert, sehr schön zusammengesetzt und wie gesagt von der Haltbarkeitsilage her wirklich sehr gut, kann ich also wirklich aus eigener Erfahrung auch sagen. Genau. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier in der Kopfnote Kaffee und Zitrusfrüchte, in der Herznote Safran und Minze und in der Basis Amber, Leder und hölzerne Töne. Also es ist eigentlich dann schon so ein, ja, wie soll ich sagen, schon ein frischer, würziger, holziger Duft, würde ich das mal so sagen. Ne? Auf Parfum habe ich schon nachgeguckt, da wird er mit 7,6 bewertet, eigentlich schon eine gute Bewertung, muss ich sagen, von 168 Bewertungen liegen da schon vor. Und auf Fragrantica liegt er bei 4,05. Die haben ja ein 5er-System da mit
mit fast 600 Bewertungen drin. Also der ist schon, gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Der ist jetzt nicht so der ganz neu auf dem Markt hier, genau. Ja, so, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz hier. Also hier, der ist jetzt übrigens ein sehr schöner, schwerer, ja, also so ein schwerer, eine Kappe. Es könnte auch, ich weiß nicht, ob der jetzt Metall ist, kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es sehr, ja, sehr wertig und sehr, ja, hat schon ein Gewicht, ne, muss ich sagen. Also ist sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Das ist halt so eine Riffelung außenrum. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Da sieht man nicht, vielleicht nicht so ganz hier. So, das kommt nicht so raus. Aber sehr wertig jedenfalls. Und der Flakon selber ist auch so ein bisschen so schön, ach, so von der Haptik her sehr schön, sehr ganz glatt. Und also er fühlt sich sehr, sehr gut an. Man hält ihn sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Und halt auch sehr edel. Also ich finde ihn sehr schick, sehr edel. So ist auch der Duft, ne? So distinguiert und sehr, also ich mag ihn sehr, muss ich sagen. Ne? Deswegen sage ich auch, ist es eher was für den etwas reiferen, etwas älteren Mann. Ne? Also was älter, wie gesagt, 35, 40 aufwärts. Ne? So, genau. Jo, ich sprühe ihn hier mal drauf. Sprühe ja natürlich auch sehr gut. Gibt noch nichts zu meckern dran. Oh ja. Mm. Lecker. Ja, also es ist, riecht man diese Kaffeenote, ne? Kaffeenote in Verbindung mit den Zitrusnoten dabei, wobei ich mit Kaffee immer so ein bisschen Probleme habe. Also es ist eine Kaffeenote drin, definitiv, aber na gut, wenn ich eine Tasse Kaffee vor mir habe, die riecht definitiv anders, also als das hier, aber es ist Kaffee. Also man merkt, es ist eine Kaffeenote da, aber sehr lecker, also sehr fein, also mag ich sehr, muss ich sagen. Der Safran und die Minze machen auch so, gibt auch so eine, ist ein süßlicher Duft, hat auch so eine Süße drin, ne? Aber immer auch so ein bisschen auch so eine frische Trage dabei, noch süß, würzig, holzig. Er verändert sich auch nicht groß, er ist relativ linear. Er bleibt eigentlich so, wie er ist, muss ich sagen. Und von daher, gerade so diese Amber-Ledernoten und diese hölzernen Töne schwingen da auch schon mit, auch beim ersten Sprühen schon. Das kriegt man schon deutlich mit. Ne? Also auch so, das bleibt an für sich so, dieser Hauptakkord. Ja, bestehende Kaffee, Safran und ja, das Holz, ne? Amberholz, Leder. Ne? Oh, aber sehr fein, sehr lecker. Ne? Also ich würde ihn auch jetzt tendenziell eher so auf für abendliche Anlässe nehmen oder ja, zum Ausgehen benutzen oder für spezielle Anlässe eventuell. Ne? Es ist nicht unbedingt so ein Alltagsduft, den würde ich jetzt nicht unbedingt als Alltagsduft nehmen, so sehen. Wobei, na gut, ihr wisst ja immer, ne? Also das sind immer so die Empfehlungen, ne? So meine Eindrücke, meine eigenen Einschätzungen zu dem Duft. Ja, tragt, was ihr wollt, ne? Wie ihr wollt. Das ist ja bekannt, ne? Klar, ne? Aber tendenziell würde ich ihn eher so als, weil er doch sehr, sehr reich ist, sehr reichhaltig ist, doch eine gewisse Opulenz auch hat, finde ich auch so. Ich persönlich jetzt, sagen wir mal, für mich. Ja, und dieses edle, schicke, distinguierte, auch so, ne, also wirklich ein, einfach, da steht für mich auch so ein, ja, muss man schon ein schicker Mann repräsentiert, dieser Duft auch so, ne, so dieses, ah, lecker, einfach, also ich könnte mich da auch reinlegen, den Duft, muss ich sagen. Ich würde ihn jetzt tendenziell halt auch eher so für die etwas kühleren Tage auch einordnen. Bestenfalls noch vielleicht für abends eben im Sommer. Klar, ne? Das kann man natürlich auch ganz, funktioniert auch ganz gut, ne? Mit Sicherheit. Ne? Aber so Herbst, Winter, Frühlingstage, kühle Frühlingstage und so weiter auf jeden Fall. Ne? Er hat auch sowas, aber dennoch, er hat aber was Frisches an sich. Ne? Also er ist jetzt nicht so dieses muffige, verstaubte und so weiter, dass so ein bisschen dieses würzige Holzthema reingeht, wo man denkt, oh ja, das ist so. Ne? Er hat durch die Minze und diese Zitrusfrüchte, finde ich, also nach meiner Nase her zumindest, hat er so eine schöne, ja, so eine leicht, so eine heitere Note dabei, noch so eine etwas helle Note dabei. Ich sprühe das mal gerade auf meine Haut nochmal. Also auf der Haut ist er, man muss immer ein bisschen gucken hier. Ich habe jetzt ein bisschen viel gesprüht natürlich. Der Alkohol verfliegt. Muss jetzt mal ein bisschen weg hier. Ja, also auf der Haut, ja, er wirkt auf der Haut auch ja, sehr, sehr, also frisch, zitrisch am Anfang. Ne? Da kommt,
diese Zitronennote, diese Zitrusfrüchte kommen da noch mehr raus auf meine Haut, jetzt wohl gemerkt. Aber der Kaffee und dieses, also er bleibt im Prinzip, ist er relativ ähnlich, also wie vom Duftstreifen hier. Ja, also, wobei auf der Haut hat er bei mir nochmal so ein bisschen, da ist dieser Duftverlauf noch, ein minimaler Duftverlauf noch zu spüren. Ne? Da kommt jetzt, also da finde ich ihn da schon so, also wie gesagt, auf meiner Haut. Da ist wahrscheinlich von der Hautchemie her ein bisschen, läuft ein bisschen, hat da, läuft da ein bisschen ab, ne? Von der Duftpyramide her. Ne? Aber die Tendenz ist da, also er hat da auf jeden Fall, ist da vom Teststreifen her, also ist, da ist nicht große Unterschiede dabei, auf jeden Fall, genau. Ja, wie gesagt, es ist ein sehr reichhaltiger Duft, es ist ein reicher, erwachsener Duft, wie ich habe es ja gesagt schon, und ein reifer Duft, und wie gesagt, es, ja, lohnt sich auf jeden Fall für diese schlappen Taler, für 17 Euro, plus Versand noch dazu. Ach, lecker. Nimm, 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 nimm. Ich mag ihn sehr gern. Ich mag überhaupt die Tetlapidus-Düfte sehr gerne. Und ja, bin auch froh, dass ich den habe hier. Wo ich ihn auch nicht so oft benutze, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist immer, wenn man halt so viele Düfte hat wie ich, dann, ja, irgendwie steht man dann vorm Regal und dann fällt, ich weiß nicht, irgendwie gestern Abend stand ich da vor meinem Duftregal und dachte, oh Gott, mal, ja, guck mal da hinten, da steht noch was. Da blinkt sowas. Das ist so ganz intuitiv, wenn ich dann immer benutze. Und dann habe ich gedacht, oh ja, habe ich mal wieder Lust dazu, den Duft rauszuholen. Und habe gesagt, ah ja, wunderschön, ja, herrlich. Ja, dann denke ich bei vielen Düften meiner Düfte, dass ich denke, ach ja, der ist so schön, ich benutze so selten. Aber jo, wie gesagt, ich habe ja nicht, es gibt ja nur 365 Tage im Jahr. Ich könnte dann jeden Tag jetzt wahrscheinlich einen Duft auftragen. Von daher, jo. Aber man hat ja so seine Lieblinge und so weiter und so fort. Na naja, gut, ja. Ja, das war übrigens gestern Abend, wo ich ihn aufgesprüht habe. Ne? Also wie gesagt, es ist ein maskuliner Duft. Es ist ein Duft für eher die Abendstunden, denke ich mir mal, so zum Ausgehen oder so. Ne? Oder für spezielle Anlässe, muss ich sagen. Könnte auch so ein Dating-Duft sein. Ne? Man nimmt euch ja ein bisschen so wahr. Ne? Man muss nicht unbedingt so nahe kommen. Also ne? Man wird wahrgenommen und so. Ne? Und wie gesagt, es ist ein maskuliner Duft. Ja, wie gesagt, für den etwas älteren Kerl, sage ich das mal so. Ja, genau. Ja, also man sollte schon ein bisschen was darstellen. Also für junge Leute finde ich, das der Duft, der ist von der Zusammensetzung her weniger interessant. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es ist ein maskuliner Duft. Ha, jo, wie es halt immer so schön ist. Ne? Also, jo, ihr Frauen oder so, ne? Probiert es halt aus, ob ihr euch, ne? Ist halt ein sehr kräftiger, würziger Duft, ob ihr das mögt. Ist immer eine Sache. Wie gesagt, ich würde tendenziell eher in die maskuline Schiene schieben wollen, ja. Richtung schieben wollen, so würde ich sagen, genau, ja. Ja, also, wie gesagt, ich kann ihn sehr empfehlen. Wie gesagt, er hat auch von der technischen Seite her, wie gesagt, von der Haltbarkeit, von der Silage her, ist er sehr gut. Da kann ich jetzt überhaupt nichts meckern dran. Da könnte er locker eine 9 von 10 mindestens, will ich ihm da geben. Ja, also für ein Eau de Toilette, auch vor allen Dingen, da hat manches Eau de Parfum oder von gerade von Latafa und Co. manchmal, den geht oftmals schon auf halber Strecke die Puste aus. Ist jetzt hier bei diesem Kandidaten hier, beim Black Soul, bei der schwarzen Seele, ist es da nicht der Fall. Da kann ich also wirklich sagen, der ist wirklich sein Geld auch wert. Ja, der ist sehr wertig gemacht, der ist von der Optik sehr wertig, der ist von der Machart wertig und ja, also wie gesagt, vom Flakon her wertig, vom Duft wertig. Es ist ein sehr, sehr schöner Duft und wie gesagt, für den Preis, ich kriege da wirklich ein tolles Produkt und ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja, also bin mal gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir mal gerne zurück, wie ihr den Black Soul Imperial, wenn ihr den vielleicht zu Hause im Regal stehen habt, wie ihr den so findet. Wie gesagt, ich mag ihn sehr. Ich finde ihn mega gut. Ich habe dann auch zu Hause noch den Tetlabidus Pour Homme
Den würde ich auch gerne nochmal hier, glaube ich, vorstellen. Das ist auch so ein Schätzchen, das ich auch, nee, ich auch sehr gerne mag, den ich auch noch von meiner etwas jüngeren Zeit her noch kenne. Und den liebe ich ja auch. Das ist auch so ein geiler Duft. Ja. Also, jo. Ja, okay, gut. Also, ich denke, ich konnte euch vielleicht da so ein bisschen den Duft schmackhaft machen. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis perfekt, 10 von 10. Also da kann ich jetzt nichts von sagen. Und jo, probiert ihn ruhig mal aus. Ja? Könnt ihr gerne machen. Also man kann nichts falsch machen dabei, denke ich, bei dem Preis. Ja? Okay, dann würde ich sagen, schließen wir mal unsere kleine Plauderei hier, unser Plauderstündchen, hier wieder ab. Und genau, wünsche euch alles Gute noch, einen schönen Tag. Heute ist übrigens Mittwoch, der, hui, was haben wir heute, den 6., glaube ich, der 6., ne, der 7., ah, 7. oder 8., oh Gott, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, was haben wir heute. Ich lebe irgendwie, bin ich gerade aus der Zeit heute. Ach, wir haben schon den 8., Himmel, wenn man in Urlaub ist, wir haben ja gerade Urlaub, da verliert man so ein bisschen die Zeit und die Zeit rast mal wieder. Jetzt haben wir schon, zack, bumm, den 8. Mai, jetzt gehen wir schon fast wieder auf die Monate wieder zum Himmel nochmal. Jo. Ja, wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns garantiert wieder hier bei meinem nächsten Video zu einer neuen Plauderei hier mit mir und unserer kleinen Molly. Dann macht's mal gut und ciao, ciao und tschüss.